I've been trying to take my eyes off you. Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz, ganz viele haben sich dieses Video heute gewünscht. Und zwar geht es um unsere Badewanne, also unsere Badewannenkombi. Ganz viele haben mich danach gefragt und ich muss sagen, dass ich mir dazu wirklich viele Gedanken gemacht habe. Also ich für mich finde, dass ich jetzt die beste Möglichkeit rausgeholt habe, die eben für uns möglich war. Und das wollten eben, wie gesagt, ganz, ganz viele wissen. Ich nutze jetzt kurz die Zeit, denn der kleine Mann, der schläft mal wieder hier in seiner Wippe, in seiner Federwippe. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gemeinsam ins Bad. Kann ich euch alles zeigen, wie ich alles organisiert habe, wie das Ganze aussieht, welche Accessoires ich dann noch da untergebracht habe. Also wie gesagt, wie ich es organisiert habe. Und dann gehen wir jetzt mal in unser Badezimmer. Da ist es. So. Ganz viele von euch kennen sie ja schon wahrscheinlich von meiner Putzroutine oder von meinen Putzroutinen so rum. Ich habe ja schon mehrere gemacht. Und hier ist das gute Stück. Das habe ich gekauft, um den kleinen Liam zu baden. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ne? Ihr könnt euch so einen einzelnen Ständer kaufen und die Badewanne reintun oder nur eine Badewanne. Aber das wäre bei uns nicht möglich, denn wir haben ja so eine freistehende Badewanne und das ist dann für den Rücken wirklich nicht ideal. Also ja, Rückenschmerzen, hallo. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und zwar ist es so, dass das höhenverstellbar ist. Ich habe es jetzt auf der kleinsten Stufe, weil ich natürlich sehr klein bin, das ist er ja. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, den Kleinen zu wickeln. Ich habe jetzt hier immer ein Handtuch drauf. Wenn ich das wegmache, habe ich hier noch so ein Polster. Das könnte man auch wegmachen, um das Ganze dann zu waschen. Und wenn ich das umklappe, seht ihr die Badewanne. Das mache ich jetzt am besten mal, damit ich es euch besser zeigen kann. Moment, ich stelle euch mal ab. Also hier sind zwei Druckknöpfe. Einmal, hier habe ich noch ein bisschen Deko. Den Klapperstorch, den fand ich total süß, deswegen habe ich ihn da dran gemacht. So, also man nimmt es, klappt es so auf die Seite. Und dann könnt ihr schon sehen, hier ist die Badewanne. Da lasse ich dann Wasser reinlaufen. Ich habe hier die Möglichkeit, die Brause hier eben einzuhängen und das Wasser reinlaufen zu lassen. Und wenn ich dann fertig bin, mache ich hier einfach den Stöpsel auf. So, und dann läuft das Wasser quasi durch diesen Schlauch und den halte ich dann aber immer natürlich in die Badewanne. Dazu stelle ich mir das Teil etwas näher an die Badewanne und dann hänge ich den Schlauch in die Badewanne und lasse das Wasser ablaufen. Ja, und das mache ich mittlerweile auch alleine. Das ist kein Problem, aber das bedarf natürlich ein bisschen Übung, dann eben auch mit dem Kleinen auf den Arm das Teil wieder hochzumachen, aber ich finde es halt sehr, sehr praktisch. Ich wickle ihn hier auch ganz, ganz oft. Ich lege mir allerdings dann nochmal das Handtuch hin, damit nichts passiert. Die Handtücher hier, die sind ja ideal, das wisst ihr ja, ne? Damit man hier das Köpfchen dann reinlegen kann nach dem Baden und dann das Kind quasi einwickelt. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ich das hier unten organisiert habe. Und zwar habe ich hier dieses Teilchen zum Beispiel. Da habe ich noch diese Mullwindel reingelegt und zwar hat mir das die Hebamme empfohlen. Beim ersten Baden war es so, dass ich das auf ihn gelegt habe und ihn dann ganz langsam ins Wasser rein habe. Und das hat ihm sehr gut gefallen und das mache ich nach wie vor. Und ansonsten habe ich jetzt hier noch Feuchttücher, die habe ich allerdings noch nicht verwendet. Die liegen jetzt hier als Backup. Und dann habe ich hier zum Beispiel dieses Schätzchen, das habe ich auch noch nicht verwendet. Das ist ein Kirschkernkissen mit Lavendel. Hier habe ich dann noch eine Wärmflasche. Hier habe ich eine kleine Decke. Und zwar wickele ich ihn dann hier immer ein nach dem Baden. Und dann gehen wir eben rüber, damit er nicht friert. Allerdings ist es drüben natürlich auch warm und hier auch. Ich habe da drüben noch diese Wärmelampe, da komme ich dann auch gleich noch dazu. Und hier drüben habe ich dann noch einen Waschlappen. Dann habe ich hier einfach Ersatzklamotten, also sprich Söckchen, lange Strumpfhose und ein Body, falls was daneben geht. Noch zum Fieberthermometer, da hatten mich ganz, ganz viele gefragt, ob ich dazu nicht noch mehr Infos geben könnte. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das habe, wirklich. Also das gab es bei meinen Jungs so in der Form nicht. Und es ist wirklich sehr, sehr einfach von der Handhabung. Das Fieberthermometer ist von Braun, nennt sich Thermoscan 7. Wurde mit Batterien geliefert. So, die waren mit dabei. Und zwar ist es so, das ist quasi die Halterung. Nehmt euch das raus, macht euch das an. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, eben das Alter von eurem Kind anzugeben. Also bei uns ist es ja das Baby. Ansonsten könnt ihr hier, ne? Also wirklich ganz, ganz einfach. Und es ist ab Geburt geeignet. Das ist natürlich ideal, da es so eine Weitwinkelsonde hat.
und somit diese Funktion eine genaue Messung durchführen kann, auch wenn die Sonde nicht vollständig in das Ohr eingeführt wird. Und dieses Age Precision ist eben ein richtig cooles Feature. Und das ist eben für Neugeborene sehr geeignet. Ihr habt dann hier diese Kapseln, die ich euch vorhin gezeigt habe, die könnt ihr euch immer abmachen. Also das ist natürlich für die Hygiene, dass ihr jedes Mal eine frische nehmt, die könnt ihr dann entsorgen. Und hier wird euch dann eine Farbe angezeigt, also wenn ihr fertig mit dem Messen seid. Die farbkodierte Anzeige, die sagt euch dann, ob das Kind Fieber hat. Also bei grün ist es eine normale Temperatur, bei gelb ist es Fieber und bei rot ist es hohes Fieber. Also das ist natürlich auch sehr, sehr einfach, wie gesagt, von der Handhabung her. Was auch richtig schön ist, dass diese Sondenspitze hier vor der Verwendung auf 34 Grad vorgewärmt wird, trotzdem aber ein genaues Ergebnis gewährleistet wird, aber es ist halt für die Babys angenehmer. Das ist übrigens die Messung von gestern. Und was ich auch noch gut finde, dass ihr eine Hintergrundbeleuchtung habt, also das Display wird beleuchtet und das ist natürlich nachts ideal, ne? Wenn ihr quasi merkt, dass euer Kind eine erhöhte Temperatur hat, damit ihr nicht unbedingt das große Licht anmachen müsst, dass ihr da einfach eine Beleuchtung habt und seht, was das Ergebnis ist. Und es werden auch bis zu 9 Messungen gespeichert. So kann man dann immer die Temperaturentwicklung problemlos verfolgen. Also das heißt, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, vor 2 Stunden gemessen habt und euch das jetzt nicht mehr einfällt, dann habt ihr die Möglichkeit, das eben hier nochmal einzusehen. Wusstet ihr übrigens, dass die Definition Fieber altersabhängig ist? Also was bei einem Baby Fieber ist, kann bei einem Vierjährigen zum Beispiel eine normale Temperatur sein. Also das finde ich auch deshalb sehr, sehr gut, dass man da quasi das Alter einstellen kann, sodass man weiß, okay, es ist wirklich Fieber oder bei einem Vierjährigen, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz normale Temperatur. Das wollte ich euch jetzt, wie gesagt, auch zeigen, weil mich viele danach gefragt hatten. Ich habe es jetzt hier unten drunter. Eigentlich kommt es natürlich in den Medizinschrank, aber ich habe ja jetzt für den Liam noch keine Medizin, außer die Salbe für seinen Bauch bzw. die Wundcreme. Aber selbst die haben wir bisher einmal, Gott sei Dank, nur gebraucht. Und ja, wenn es dann soweit ist, kommt das auf jeden Fall in den Medizinschrank. Und jetzt gehen wir gerade mal auf die andere Seite. Hier habe ich dann einfach nur die Windeln rein und hier in diesem Kästchen habe ich zum Beispiel das Babyöl, dann habe ich hier Puder, hier habe ich noch mein Massageöl für Schwangere. Die Sachen habe ich jetzt noch nicht verwendet, aber das Massageöl habe ich schon verwendet. Dann hier für seine Bauchschmerzen die Windsalbe, die habe ich in der Apotheke gekauft. Dann seine Vitamin D-Tropfen, die habe ich hier und hier habe ich noch eine Babycreme für den Windelbereich. Ansonsten habe ich noch eine Nagelschere und hier diese Teile, die verwende ich aber nicht für die Ohren, sondern für die Hautfalten, also zum Beispiel unterm Arm oder zwischen den Zehen mache ich dann quasi nach dem Baden das Wasser noch so raus, ne, damit ja, da nichts gerötet wird. Und dann habe ich noch diese Teilchen hier, die sind für sein Fieberthermometer. Hier habe ich dann noch so eine ganz weiche Bürste nach dem Baden eben, damit auch die Haare schön aussehen. Ne? Und hier an der Seite habe ich übrigens auch noch diese Aufbewahrung. Hier habt ihr die Möglichkeit, das Kind dann quasi, also ihr geht dann so in die Badewanne und lasst dann das Wasser so auf ihn. Hier habe ich dann noch das Produkt hier von Penaten, beziehungsweise das hier fürs Gesicht. Und diese Halterung könnte man übrigens auch an die Seite dran machen, sodass man alles griffbereit hat, zum Beispiel auch Spielsachen, die man hier reinpackt. Und das Ganze kann man auch rollen. Also man hat hier diese beiden Rollen, man hebt es nur leicht an und dann kann man sich dahin stellen, wo man möchte. Hier hat man jetzt noch die Möglichkeit, ein Handtuch dran zu hängen zum Beispiel. Ich habe allerdings seinen Schlafanzug einfach hier dran gemacht und einen Waschlappen. Der ist für die Katzenwäsche am Morgen, weil ich ihn ja jeden Morgen natürlich wasche. Dann lege ich das in das Waschbecken rein und lege ihn dann auf den Waschlappen, damit er nicht friert. Und deshalb hängt er jetzt auch hier. Ja, und ansonsten habe ich jetzt hier drüben noch diesen Heizstrahler hier von Rhea, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Den hatte ich euch auch schon gezeigt. Den mache ich dann immer an. Allerdings stelle ich den dann hier hin. Da drin habe ich nämlich eine Steckdose. Dann steht er hier und hier steht das Badewannenteil. Und dann wird der kleine Schatz schön gewärmt von diesem Teilchen hier. Wenn man dann ein bisschen Platz sparen möchte, dann könnte man das Ganze nach dem Baden auch zusammenklappen. Und zwar hat man hier einen Knopf und hier drüben. Das muss man dann drücken. Dann klappt sich das zusammen. Ich befestige das Ganze dann hier mit diesem Druckknopf, damit es eben nicht auseinander geht. Ich könnte das Ganze dann hier hinstellen, aber bei mir ist es ja wirklich tagtäglich in Verwendung. Deshalb habe ich es immer offen. Ja, das war es also soweit
von unserem Badewannenteil, das ich gekauft habe. Wie gesagt, ich habe mir dazu sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was ich da am besten kaufen könnte für uns. Es gibt ja auch wirklich viele Möglichkeiten und ja, das ist jetzt eben für uns die beste Lösung. Na, Bella! Bella ist natürlich auch mit am Start. Jetzt läufst du weiter vor. Ja, guck mal her. Da ist sie, die Bella. Ja, okay, meine Lieben. Also, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Ich versuche euch alles unten in der Infobox zu verlinken und auch, wo ich dieses Teilchen her habe, wo ich das gekauft habe. Das war ein Baby-Online-Shop. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß. Jedenfalls gibt es es auch bei Amazon zu kaufen, habe ich auch gesehen. Da war allerdings die Lieferzeit für mich nicht so passend, weil ich mir echt viel Zeit gelassen habe, das Teil zu kaufen, weil ich ja, wie gesagt, sehr viel recherchiert habe. Und ja, dann hatte ich schon fast ET und deshalb habe ich mich dann für eine andere Seite entschieden. Und genau, so viel dazu. Also ich hoffe, dass diese kleine Info für euch hilfreich war. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Der kleine Mann aber liebt, ne? Ja, schläft noch. Also, tschüss!